Willkommen in Schweden. Wir sind hier am Nationalpark Almö. Das ist jetzt unser dritter Tag. Wir sind durch Dänemark, haben uns entschieden, nicht über die Fähren zu fahren, sondern über die Brücken. Ja, wir haben zwei schöne Tage in Dänemark gehabt und jetzt geht es langsam los hier in Schweden. Viel Spaß. Wie schon gesagt, wir sind hier in einem Nationalpark Almö und wir sind auch in Südschweden unterwegs. Aber es fängt schon mal richtig geil an hier von der Natur. Wahnsinn. Abschluss des Tages auf Öland. Hier ist kein Schwein, nur ein paar Vögel auf. Und meine Kameraausstattung. Heute fühlen wir uns ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt. Wir sind nämlich bei Mikkel aus Lödeberger und ich bin mal gespannt auf die Original-Film-Location von ihm. Cool. Das ist das Haus, gell? Hammer. Das ist halt echt noch genauso. Ach, das ist der, und da ist der Kirschbaum. Ja, der Kirschbaum. Noch echt super gut erhalten.
beim Rehchen. Alfreds Hütte. Sieht schnuckelig aus. Die Zeit in Stockholm habe ich mal genutzt und habe mir eine Akkustation besorgt, denn die habe ich leider daheim vergessen. Die war jetzt zwar recht teuer, keine original Nikon. Ja, also knapp 100 Euro bezahlt für das Teil, aber ja, lieber volle Akkus als keine Bilder. So, jetzt gehen wir mal in den Nationalpark. Heidelbeeren oder Blaubeeren, das ist glaube ich das gleiche. Thank you.
Thank you.
Wir sind im Wandergebiet Brad Fallet angekommen gerade und werden hier einen kurzen Wanderweg, so knapp 5 Kilometer laufen, und sieht schon mal ganz gut aus. Wir lassen uns überraschen. So, wo sind die Bären? Wir haben noch so gut wie keine Tiere gesehen. Keine Bären, keine Elche. Leider. Lost Place und jede Menge alte Schätzchen. Besnas heißt der Ort. Genial.
sind hier an einem Drehort von Ronja, die Räubertochter. Das ist die Felsspalte, wo die zwei drüber gesprungen sind. Nobody here. Wir haben alle wegverzaubert.